Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus der virtuellen Kaffeetasse, heute aus Dürr, aus dem wunderschönen Dürr hier. Ja, ein bisschen scheint die Sonne heute sogar hier und ein wenig Winterstimmung kann ich nicht sagen, aber doch schon so ein bisschen adventliche Stimmung haben wir auch hier. Ja, lange haben wir uns nicht mehr gesehen und trotzdem habe ich sie wiedergefunden, die virtuelle Kaffeetasse, beziehungsweise hier, ich habe sogar meine richtige Taf-Kaffeetasse. Ich hoffe, ihr habt genug Kaffee eingeschüttet heute Morgen, genug Kaffee aufgesetzt, hab ein bisschen was zu erzählen aus den letzten Wochen und freut mich unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen, freut mich wirklich sehr, 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 dass wir heute Morgen hier gemeinsam sitzen können und gemeinsam einen schönen adventlichen Kaffee trinken können. Ich habe mir auch ein bisschen was zu schnückern mitgebracht hier, ja, kleines Schokolädchen hier für unsere Zeit heute gemeinsam hier an diesem wunderschönen Morgen. Wie gesagt, hier scheint suche jetzt meinen Ton und wir schauen. Doch, wir haben Ton. Wir müssten wieder da sein. Ich hoffe, es ist ein Ton vorhanden. Ja, manchmal spielt auch die Technik nicht mit, oder? Kann das sein? Jetzt ist der Ton wieder da. Ich freue mich. Ja, wunderbar. Kann auch schon mal sein, dass die Technik nicht mitspielt hier. Das ist ja auch schon mal. Ja, jetzt ist er wieder da. Ich kriege es schön, wenn man direkt Feedback bekommt, ja, wenn irgendwas nicht stimmt. So, ja, also, wir wollen also heute ein bisschen sprechen. Ich habe euch ja gesagt, ich war auch selber in der EU, in Brüssel und habe mal so nachgehakt, wie Ungarn da so überhaupt bei den EU-Politikern dasteht. Und das war sehr, 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 sehr interessant. Aber zuvor will ich mal eben ganz kurz schauen, was Ungarn sonst noch so zu erzählen hat. Und vor allen Dingen absolut zuerst einen Kaffee. Ich hoffe, ihr habt auch gut eingeschenkt. So, guten Morgen aus Berlin, die Gabriele. Manchmal kommt man ja so ein bisschen raus, wenn dann irgendwie so ein technisches Problem hier ist. Aber ich hoffe, wir sind wieder tontechnisch komplett da. Ja, mein System sagt, wir sind tontechnisch hier komplett da. So, ich hoffe, wir bleiben noch da. Okay. So, also wollen wir mal anfangen. Wie gesagt, ich habe heute ein bisschen was aus Brüssel mitgebracht. Ich bin da gewesen, habe mich da mal umgeguckt
und wollte von den Politikern einfach mal wissen, wie steht es denn wirklich mit Ungarn? Ist es wirklich so schlimm, dass man auch in der EU da ständig auf Ungarn schimpft und so weiter und so fort? Habe ich ein interessantes Interview geführt und das zeige ich auch gleich. Aber wir wollen erst mal gucken, worüber redet Ungarn denn eigentlich sonst noch heute? Und Péter Szijjártó hat auf seiner Facebook-Seite gestern ganz groß verkündet, dass in dieser Woche in Brüssel, auch passt ja auch so ein bisschen zu unserem Thema diesmal, in Brüssel geschichtsträchtige Themen auf dem Spiel stehen heute oder nicht nur heute, sondern in der ganzen Woche. Gestern der Ministerrat und das Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und am Freitag. Und er sagt, wir lassen uns nicht von unserer Linie abbringen. Wir werden unsere Dinge auch weiterhin fortführen, so wie die Politik, wie die Europapolitik Ungarns weitergeführt werden kann. So werden wir auch dazu stehen. Wir werden uns nicht erpressen lassen und wir werden uns auch nicht durch anderen Druck beugen. So eigentlich schon harte Worte von dem Außenminister Ungarns, dem Péter Szijjártó, hier in dieser Woche auf seiner Facebook-Seite. Und wir wissen, er ist auch Verfechter seiner Linie und er setzt das dann auch durch. Wir sind mal gespannt, was in dieser Woche dann in Brüssel verkündet wird, beziehungsweise auch beraten wird, speziell morgen oder nehmen wir mal Donnerstag und Freitag bei den großen Runden, bei dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Ja, dann haben wir noch eine ganz interessante Information für alle die, die jetzt auch unterwegs sind, mal ab und zu hier mit Weihnachtsfeier und Co. Also aufpassen, aber nicht nur bei den Weihnachtsfeiern, sondern generell aufpassen. Don't drink and drive, also kein Alkohol am Steuer in Ungarn. Wir haben die Nulltoleranz hier, die Nullgrenze. Und das ist sehr wichtig, speziell in dieser Woche zu wissen, denn Ungarn beteiligt sich an einer großen europaweiten Aktion, Verkehrssicherheitsaktion. Vom 11. bis 17. Dezember werden hier Kontrollen in ganz Ungarn durchgeführt, speziell Alkoholkontrollen, Drogenkontrollen, aber auch andere Dinge werden hier gecheckt. Und deshalb kann es sein, dass die Polizei hier und da doch des Öfteren mal an der Seite steht und das Auto bzw. die Fahrer kontrolliert. Ja, also aufpassen in dieser Woche länderübergreifend, Alkohol- und Drogenkontrollen hier in Ungarn, auch an Ungarns Straßen. So, ich gucke nochmal eben auf die Seite hier. Vielleicht können wir auch den Chat mal einblenden. Finde ich auch immer sympathisch. Das machen wir jetzt auch mal. So, dann sehen wir auch das, was ihr so schreibt. Haben wir euch jetzt hier mit drin, mit reingeholt in meine schöne Show hier. Und da kommen die ersten. Finde ich gut. Wer fährt, hat nicht zu trinken. Ganz genau. Und wie gesagt, hier in Ungarn die Nulltoleranz. So, dann haben wir leider auch ein paar böse Nachrichten heute Morgen erhalten aus Budapest. Dort hat gestern erstmal ein Bus im Burgviertel gebrannt. Gott sei Dank hier keine Verletzten, aber leider in der Nacht ein schwerer Brand im 19. Bezirk in Budapest. Zwei Personen sind bei diesem Brand ums Leben gekommen. Auch das ist heute Morgen ein Thema. Warum das passiert ist, wie das passiert ist, sind es eventuell die Adventskerzen gewesen etc. pp. Das ermittelt nun eine Kommission, die der Katastrophenschutz heute Morgen dann auch in Gang gesetzt hat. Ja, dies auch in den ungarischen Medien heute Morgen. Und eine gute Nachricht für alle Autofahrer, die jetzt zum Beispiel hoffentlich nicht in der Alkoholkontrolle hängen geblieben sind, sondern die unterwegs sind und die morgen ab morgen tanken müssen. Denn es wird noch mal ein bisschen günstiger an Ungarns Tankstellen. Und zwar hat man hier vor, den Diesel morgen um 5 Forint brutto nach unten zu setzen und Benzin nach unten zu setzen. Also gute Nachricht an die Autofahrer. Es geht dann auch noch mal günstiger. Aber man muss im Hinterkopf haben, es wird dann ab Januar doch wieder ein bisschen höher. Dann geht es wieder in die 600 Forint-Richtung, denn dann kommt ja die Erhöhung der Verbrauchssteuern. Da wird es dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Aber jetzt können wir uns erstmal freuen. Vor Weihnachten ist ja auch nicht schlecht, da halt dann auch noch mal ein bisschen den Geldbeutel zu schonen. Ja, und dann habe ich auch nachher noch ein Geschenk für euch, denn alle, die noch kein Geschenk haben, da könnten wir vielleicht einen kleinen Tipp für euch geben, verschenkt doch mal Sprache, denn wir haben wieder gute Rabattcodes von unserem Translator bekommen. Ihr wisst, da war damals ja so, ne, der Vasco Translator, da hatten wir Rabattcodes und einige haben sich auch das Gerät angeschafft und können somit besser übersetzen, können somit einfacher, ob es für den Urlaub oder auch für den Gesamtgebrauch hier in Ungarn nötig ist. Also da gibt es nachher wieder einen Rabattcode. Können wir euch vielleicht eine kleine Weihnachtsfreude mitmachen.
Der Vasco Translator. So, ich würde sagen, jetzt sprechen wir mal kurz über Brüssel, bevor wir dann auch noch mal ein paar schöne andere touristische Themen noch mal hier vor Ort einbringen und noch ein bisschen auf die Weihnachtszeit schauen. Zwischendurch nehmen wir immer mal wieder einen Schluck Kaffee. Nicht vergessen, ja, deshalb sind wir ja hier. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ne? Also, so, ich habe gesprochen, wie gesagt, in Brüssel mit einem Europapolitiker und ich bin ja ein bisschen vorsichtig immer mit Politikern. Ne? Also, ja, hier sehen wir zum Beispiel ein Bild auch, da bin ich dann in Brüssel vor dem Parlament und durfte dann auch einen Blick dann ins Europaparlament werfen hier. Ja, ich durfte auch mal hinter die Kulissen schauen. Und habe mich dann getroffen mit Helmut Goyking. Das ist ein Europaabgeordneter und er ist Bundesvorsitzender auch der Familienpartei Deutschlands. Und der Mann hat wirklich gute Thesen, der hat gute Dinge und vor allen Dingen spricht er nicht nur drüber, sondern er macht auch. Hat einen kleinen Bezug auch zu Ungarn, denn er hat in diesem Jahr erstmals eine Jugendgruppe nach Ungarn an den Balaton gebracht und hat dort ein Feriencamp initiiert für Kinder, die sich das sonst oder Jugendliche auch, die sich das sonst nicht so leisten können, teils auch aus schwierigen Verhältnissen. Also auch da Engagement in diesem Bereich. Und er war von Ungarn begeistert und als Europapolitiker habe ich ihn natürlich dann auch mal gefragt, naja, wie sieht es denn dann nicht nur im Ferienbereich, sondern auch in der richtigen Politik aus, wie steht denn ein Europapolitiker im Moment wirklich zu dem Politik, die Ungarn macht. Und da war ich erstaunt, denn wir hören ja immer eigentlich nur, da haut man immer drauf von Seiten der EU und alles ist mies und alles ist blöd und eigentlich, was Ungarn angeht, am liebsten gar nicht hier in der EU, beziehungsweise im Europäischen Parlament in Brüssel. Das ist aber gar nicht so. Die gehen da ganz lieb miteinander um. So durfte ich das auch vor Ort dann selber mir anschauen. Also viele ungarische Abgeordnete, die ein sehr gutes Verhältnis auch zu den anderen Politikern dort haben, die sehr demokratisch auch miteinander ihre Themen besprechen und durchziehen etc. pp. Also gar nicht so schlimm, wie wir das manchmal so vorgegaukelt bekommen. Und ich habe jetzt den Herrn Goyking mal gefragt. Ungarn steht ja auch wirklich für Familienpolitik. Das ist ja wirklich was man hier in Ungarn zelebriert, kann man schon fast sagen. Und ich habe mal den Herrn Goyking gefragt, hey, wie sieht es denn aus mit der ungarischen Politik in der EU? Und das Interview schauen wir uns jetzt mal an. Und ich finde es wirklich ganz interessant und ich denke, auch das sollte gehört werden. Also, Film ab. Das ist genau mein Thema. Ich bin natürlich der Bundesvorsitzende der Familienpartei Deutschlands. Da ist natürlich Familie wird ganz groß geschrieben bei uns und Familienpolitik steht ganz vorne ran. So ist es jetzt zum Beispiel ja gelungen, letzte Woche in Straßburg, in dem Pereira-Bericht, das Kinderkostengeld, europaweite Kinderkostengeld und das Erziehungsgehalt, beides finde ich bahnbrechend, festzuschreiben in einem Bericht. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Verordnung gleich Gesetz, also es wird kommen. Auch Deutschland wird sich da nicht wehren können. Und das ist der Vorteil in Ungarn. In Ungarn ist eine Regierung, die Familien stärkt und wo traditionell die Familie sowieso einen ganz anderen Stellenwert hat wie in Deutschland. In Deutschland haben wir eine Regierung, die verhindern Familien mit ihrer Politik. Deswegen wollen wir ja auch das Erziehungsgehalt. Aber in Deutschland war es gar nicht durchzusetzen. Jetzt haben wir es in Europa durchgesetzt und dadurch wird Deutschland gezwungen werden, es einzuführen. Das beinhaltet, dass junge Menschen sich wieder bewusst für Familie entscheiden können, weil sie wirtschaftlich unabhängiger sind. Und dass das Erfolg hat, zeigt Orbán mit seiner Familienpolitik. Dort gibt es einen hohen Geldbetrag, wenn sie als junge Leute eine Familie gründen für die Kinder und dafür, dass sie bereit sind, eine Familie zu gründen. So, dass sie auch ihr Einkommen haben und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und das ist das, wofür in Deutschland zum Beispiel in vielen anderen europäischen Ländern noch ganz weit von entfernt sind. Also da machen sie uns wirklich was vor, das kann man so deutlich sagen. Egal, ob man Orbán mag oder nicht mag oder die Regierung oder wie auch immer, da will ich mich jetzt gar nicht so äußern in den expliziten Fall, aber gemessen an der Familienpolitik sind wir uns weit voraus, ja. Boah, das ist doch mal eine Ansage, oder? Da ist doch mal einer aus der EU, aus dem Europaparlament und auch gerade aus der Familienpartei in Deutschland, also auch ein deutscher Politiker, der sagt, das finden wir wirklich mal gut, was Ungarn macht. Und ich glaube, auch sowas sollte man auch mal kommunizieren, oder? Familienpolitik in Ungarn ist tatsächlich ein Ding, was man wirklich so sagen kann, bravo, hier schreibt man auch bravo.
Bravo. Das funktioniert auch. Und jungen Familien wird hier wirklich eine Möglichkeit eröffnet, ihr Leben vernünftig zu beginnen und mit entsprechenden Zuschüssen. Und da muss man ja auch, ganz klar sagen, da kommen ja auch Gelder eigentlich aus der EU zugute. Ja, also gut. Wie gesagt, es sind natürlich auch Themen, wo man sagt, Orbán geht gar nicht, ja, oder die Politik geht gar nicht. Das hat er auch ja gesagt, der Herr Goyking. Also mit gewissen Dingen, da stimmen sie vielleicht nicht überein. Aber man sollte auch über die Dinge sprechen, die einfach auch gut sind. Ja? Warum kehrt man das immer unter den Tisch? Also, finde ich Hut ab, ein Europapolitiker, der die Hosen da anhat und er sagt, nö, das finde ich gut, auch wenn andere Dinge nicht funktionieren. Das funktioniert aber. Finde ich gut. Also da hat man eine ganz klare Linie, die man da auch hier ganz klar kommuniziert. Macht ja auch nicht jeder. So, und jetzt kommt noch einer, den wollte ich aber auch hier nicht einfach so unter den Tisch kehren. Denn ich habe den Herrn Goyking, der wie gesagt mir, also sehr sympathischer Mann, der wirklich Dinge auch einfach nur anpackt. Der redet nicht nur drüber. Ja? Und das können wir auch weiterverfolgen, denn wir werden in einer nächsten Sendung über unter anderem auch über Tierschutz nochmal sprechen. Und der Herr Goyking war ja hier in Ungarn und dann hat er auf einigen Märkten dann auch entdecken müssen, dass das Thema Tierschutz hier immer noch nicht ganz so so ganz so gut durchgezogen wird in Ungarn. Und er hat das Thema mit in die EU gebracht. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass auf Tiermärkten immer noch Welpen verkauft werden, die teilweise unter miserablen Bedingungen dort ausgestellt werden, etc. pp. Ihr wisst das alle. Und dieses Thema hat er mit nach Brüssel genommen. Und auch da hat er einen Antrag eingereicht jetzt. Und es ist im Lauf, also auch das Thema Tierschutz wird jetzt dann nochmal ordentlich angepackt. Und wie gesagt, der Mann hat es gesehen, der hat es aufgenommen und hat es direkt tatsächlich an die entsprechenden Stellen gebracht. Jetzt das Thema wird dort tatsächlich bearbeitet in verschiedenen Tierschutzgremien und wäre doch toll, wenn man auch hier dann nochmal so ein bisschen Anschub bekommt. Und da muss man sagen, da ist die EU ja dann auch im Prinzip wieder positiv zu bewerten, auch für Ungarn, um gewisse Dinge auch nochmal anzuschieben von oberster Ebene. So, das dazu. Aber ich habe mir das auch nicht nehmen lassen, ihn mal ganz kurz zu fragen, wie schaut man eigentlich aus der EU, nicht jetzt auf Ungarn nur, sondern auch auf Deutschland. Ich meine, in Deutschland läuft ja auch einiges schief. Das kann man ja auch hier mal erzählen und mal darbringen. Und da habe ich den Herrn Goyking ganz klar gefragt, Herr Goyking, wie sieht's aus? Wie schaut man als EU-Politiker, er ist ja sogar Bundesparteivorsitzende der Familienpartei Deutschlands, auf die Politik, die gerade in Deutschland gemacht wird? Ich meine, auch das ist historisch, oder? Und auch da hat er die Hosen an. Und lässt sich da nichts nehmen, auch einen kleinen Kommentar abzugeben. Und das möchte ich euch hier nicht vorenthalten. Also, Film ab. Und die Gerichte haben mehr zu sagen wie die Politiker. Denn das, was die machen, wird überprüft und einkassiert. Weil es nämlich oftmals, nicht immer, aber oftmals Quatsch ist. Und der Otto Normalverbraucher, Bürger, Sie, du und ich, wir wissen alle, dass das, was da auf dem Tisch liegt, ganz viel Blödsinn weiß. So, und nur keiner gibt es zu. Und deswegen hier im Europaparlament, hier sind sie halt mit Abgeordneten aus 27 anderen oder 26 anderen europäischen Ländern zusammen. 27 ist es dann Deutschland. Und dann kriegt man das natürlich mit, wie man im Ausland über uns denkt. Und die Zeiten, wo man die Achtung, den Respekt und die Anerkennung auf Deutschland hat, die sind schon längst vorbei. Die waren auch schon vor Scholz vorbei, im Grunde genommen. Aber dieses, was wir jetzt haben, das toppt alles. Das toppt wirklich alles. Und da gibt es nur noch ein sanftes, müdes Lächeln von allen Abgeordneten hier im Europäischen Parlament bezüglich dieser Regierung. Aber gut, die Bürger haben gewählt, wir müssen es akzeptieren. Ob es Neuwahlen gibt, sage ich ganz ehrlich, ich hoffe nicht. Denn wenn es Neuwahlen gäbe, dann besteht die Gefahr, was wir in Holland erlebt haben, ein Rechtsruck. Das kann nicht wirklich jemand wollen. Deswegen denke ich mir, es wäre klüger, wenn die demokratischen Kräfte sich jetzt an einen Tisch setzen und hier vernünftige Lösungen finden. Das heißt, so Leute wie Habeck, Baerbock, die haben nichts zu suchen. So Leute wie Scholz als Bundeskanzler, nach diesem Wirecard-Skandal hat er da nichts zu suchen. Und das ist auch das, was man hier sagt. Ja. Spektakulär, oder? Also, wie gesagt, es war mir so sympathisch in dem Moment. Ich glaube, er einfach ein Politiker, der einfach mal über das spricht, was wirklich Fakt ist, oder? Ich finde den Mann gut. Also, Familienpartei Deutschlands,
der Mann, glaube ich, kriegt meine Stimme. Das ist absolut ein, also wie gesagt, ich war ja ein bisschen voreingenommen, da habe ich schon gedacht, Mensch, jetzt bist du da im EU-Parlament, ja, und bin da jetzt nicht so ganz einverstanden mit vielen Sachen. Aber hier hat man wirklich einfach mal das Gefühl gehabt, wieder hinter den verschlossenen Türen teilweise mal letztendlich dann auch arbeiten. Aber wie gesagt, hier fand ich ganz offene Worte und man konnte ganz prima über Dinge diskutieren, ohne dass man da irgendwo die Hand vor den Mund nehmen müsste. Also, finde ich gut. Und so haben wir mal auch so einen kleinen Eindruck bekommen, dass erstmals, wie gesagt, nicht alles doof ist in Ungarn und dass die EU und das Parlament auch nicht alles doof findet, auch unter den Abgeordneten. Der Herr Gäubing übrigens ist ja in der Fraktion EVP-Fraktion. Und gehört der im EU-Parlament an. Also, wie gesagt, da ist nicht immer alles doof. Da kann man ja auch mal darüber sprechen. Und wie die EU-Politiker selber im Moment so auf Richtung Deutschland gucken, auch mal eine interessante Tendenz. Also, ich glaube, wir weichen jetzt so ein bisschen ab von den Mainstream-Medien, aber auch das ist ja mal wichtig, auch mal andere Dinge zu Wort kommen zu lassen hier. Und ich glaube, da können wir hier bei der virtuellen Kaffeetasse auch ganz klar sagen, wir nehmen uns dem auch an und lassen auch andere hier mal ihre Meinung durchsickern beziehungsweise hier laut werden. Also ich finde es gut und dafür war meine Reise nach Brüssel auf jeden Fall einiges wert. Und was ich noch hinzufügen möchte, ich war ja jetzt nicht nur in Brüssel und habe mit einem Politiker gesprochen, sondern ich habe mir auch einige andere Stimmen angehört und habe mir auch ein bisschen umgeguckt, da erstmal die Politik zu verstehen. Wie wird da eigentlich Politik gemacht? Wie läuft das da? Das war ganz interessant. Und auch der Blick auf Ungarn. Und dann gibt es noch das Schöne, wenn man da gerade mal so in Brüssel ist, dann gibt es das wunderschöne House of History, the House of European History. Da kann man also wirklich die Geschichte Europas, da kann man eintauchen in die Geschichte Europas. Und ganz viele ungarische Themen sind auch da drin zu entdecken. Also wer gerade mal in Brüssel ist, ja, am EU-Parlament vorbeikommt, House of European History, auf jeden Fall mal reinschauen. Ist eine ganz tolle Ausstellung und viel aus Ungarn auch dabei. So, ja, endlich sagt mal einer die Wahrheit, sehr sympathischer Politiker Frank Siegel, fand ich auch. Also ich habe den Herrn Gäubing auf meiner Liste hier auch mal, um Themen zu besprechen, die innerhalb der EU passieren. Ich glaube, das ist ein Politiker, den man auch gut mal zu Wort kommen lassen kann, zu gewissen Themen. Und wir haben noch ein paar mehr Sachen gedreht, werden wir natürlich auch hier im Laufe der Zeit dann mal bringen. So, das dazu. Jetzt haben wir politisch einiges abgearbeitet. Ich würde sagen, jetzt kommen wir nochmal in die Richtung Tourismus, oder? Ich lese gerade so nebenbei hier. Wir können das ja heute alles mitlesen. Hier sind ja so ein bisschen im kleineren Kreise auf den sozialen Medien jetzt unterwegs heute mal. Wir warten, bis die Zugezogenen in Deutschland ihre eigene Partei gründen, die SPD. Ja, also es kommen natürlich jetzt ja auch hier politische Meinungen. Aber ich finde es ja gut, wenn man es gut und seriös diskutiert hier auch mal. Ja, es gibt viele Meinungen, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch mal solche Meinungen hier hört. So, jetzt lass uns mal schnell einen Schluck Kaffee trinken. Und dann hat einer gefragt, ja, wie ist denn der Kurs eigentlich hier heute? Der Kurs, der Wechselkurs in Ungarn liegt heute bei 381 Forint für einen Euro Mittelkurs. Heute am 12. Dezember, 381. Wir haben gar keine Chart hier vorbereitet, sehe ich gerade. Wir haben so viele andere Sachen noch hier. Ich gebe euch trotzdem mal eben kurz auch nochmal neben dem Wechselkurs auch den Namenstag heute in Ungarn. Der hat nämlich heute Gabriella. Alle Gabriellas, die jetzt zuschauen oder auch die nicht zuschauen, einen wunderschönen herzlichen Glückwunsch zum Namenstag, der hier in Ungarn groß gefeiert wird. So, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz auf ein paar Adventsmärkte. Ich möchte euch nämlich einen ganz besonderen Tipp geben. Bin gestern selber erst das erste Mal auf dem Adventsmarkt hier in Győr gewesen und ich muss sagen, wunderschön. Ich habe so den Eindruck, es stehen ja Wahlen bevor nächstes Jahr, Bürgermeister auch hier, ja, und ich glaube, man will jetzt gut Wind machen, denn es ist wirklich wunderschön. Viel, viel, viel mehr Glitzer, viel, viel, viel mehr Glimmer, die tollen
wunderschönen Lichter in der Stadt hier, tolle, wirklich tolle Buden, und schauen wir einfach mal so ein bisschen rein und so ein paar Stimmungsbilder hier auch mal zusammengetragen, ganz viele Fotopoints, wie es so heißt, also wo man wirklich da so ein paar schöne Selfies machen kann. Das Riesenrad ist wieder da und dreht sich auch mit wunderschönem Ausblick auf die Stadt, gerade im Dunkeln, wenn alles dann so glitzert, und ihr seht also wirklich, die Eisbahn ist wieder da, also man hat hier einiges aufgefahren und natürlich mega leckere Sachen auch hier, ja, von Kürtisch Galatsch bis über den Langosch in verschiedenen Variationen, die Schokoladenbar, und ihr seht auch hier die Gassen in Dieur, wirklich wunderschön geschmückt und ganz wundervoller Glitzer. Also ich für meine Gedanken eigentlich so einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Dieur, die ich in der Zeit hier erlebt habe, wo ich hier bin. Auch hier sehen wir, das Rathaus ist wieder wirklich wunderschön angeleuchtet mit vielen, vielen tausend Lichtern, und Riesenrad vor der Eisbahn, das wirklich eine schöne Geschichte. Ja, dann haben wir gestern auch unser eigenes Team eine kleine Weihnachtsfeier gemacht. Hier, das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten hier. Und gab auch richtig leckere Sachen dabei, von der Schweinshaxe bis über den leckeren Braten, alles auf dem Tisch. Und ihr seht, wir haben uns dann auch mal gut gehen lassen bei einem guten Essen, bei einem kleinen Schlenderung, bei einem kleinen Gang über den Weihnachtsmarkt mit dem ein oder anderen Glühwein, war es eine wunderschöne kleine Weihnachtsfeier. Unsere Redaktion auch, muss ja auch sein, ne? So, dann habe ich noch einen, was ich euch gerne ans Herz legen möchte. Wir wollen einfach mal schauen, wie sieht es denn in Budapest aus mit dem Weihnachtsmarkt. Und da gibt es im Moment ein wunderschönes Video. Da schauen wir einfach mal rein. Dieses Video vom Budapester Weihnachtsmarkt. Schauen wir einfach mal rein und lassen uns da mal so ein bisschen berieseln von den bunten Ständen, von den vielen bunten Lichtern. Und Budapest ist ja auch zum wiederholten Mal als schönster Weihnachtsmarkt Europas gewählt worden von mehreren Zeitschriften. Und schauen wir uns einfach mal ein bisschen Glitzer in Budapest an. Also, wir schauen mal in das offizielle Video des Weihnachtsmarktes hier herein. Los geht's! Spektakulär, oder? Wunderschön auch der Budapester Weihnachtsmarkt. Da müssen wir mal sehen, da sind die Preise so ein bisschen angehoben, da sind die Preise so ein bisschen höher als auf vielen anderen Weihnachtsmärkten in Ungarn, aber trotzdem wirklich schön mal drüber zu schlendern, die wunderschönen Lichtanimationen dort anzuschauen und einfach die Weihnachtsmärkte, die dort im Moment aufgebaut sind, kann man sagen, kann man sich angucken. Wunderschön, wunderschön. Also, es lohnt sich auf jeden Fall nach Ungarn zu kommen für deinen Gang über den Weihnachtsmarkt. Und ich habe gerade gelesen, schade, wir kommen erst am 26. an, dann sind wohl alle wieder abgebaut. Zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in Dieur ist bis zum 31.12. geöffnet. Also da habt ihr auf jeden Fall noch jede Menge Platz und jede Menge Möglichkeiten, hier entsprechend euch auf dem Weihnachtsmarkt zu tummeln. Tummeln. So, ich glaube, ich brauche Kaffee. Nehmen wir mal einen Schluck.
Ich glaube, wir überziehen heute etwas. Ich habe nämlich noch ein anderes spannendes Thema hier für euch. Aber erstmal schauen wir uns mal an. Ich habe euch versprochen, wir gucken uns nochmal an hier. Kleines Weihnachtsgeschenk. Verschenkt doch mal Sprache. Ja, ihr wisst das, wir hatten den mal hier im Test, diesen Translator, wo man wirklich dann ja in Deutsch rein, in Ungarisch kommt das sofort raus. Tolles Gerät, wie ich meine, ist immer noch bei uns im Einsatz. Und wir haben einen Angebot hier, da gibt es nämlich einen Rabattcode jetzt für euch. Hier haben wir auf der Seite, seht ihr das, einen QR-Code. Da kommt ihr direkt auf die Shop-Seite von Wasco. Und wir haben auch, jetzt muss ich hier mal reinschauen, wir haben auch den Rabattcode hier, der da heißt UngarnTV. Also, wenn ihr so ein Gerät jetzt zum Beispiel für Weihnachten noch verschenken wollt, mit UngarnTV 10% Rabatt haben die uns da eingeräumt hier. Finde ich auch okay, oder? Ist doch nicht schlecht. 10% mit UngarnTV im Rabattcode-Fenster könnt ihr das dann an dort bestellen. Und jetzt schauen wir mal eben an. Wir haben auch eine Webseite für alle die, die jetzt hier nicht über den QR-Code reingehen wollen. www.wasco-electronics.de. Dort könnt ihr euch die Dinge auch anschauen. Uns gefällt am besten der V4. Das ist der modernste und der beste eigentlich von den Geräten. Aber es gibt auch preisgünstigere Varianten dort. Kann man sich also auch dann mal tummeln auf der Seite, auf dieser Shop-Seite. Und auch für die gibt es 10% Rabatt. Also nochmal hier der Rabattcode. Und ich glaube, dann haben wir euch auch hier nochmal was in die Hand gegeben, was Praktisches. In dieser Richtung geht es hier dann zack, zack, zack. UngarnTV ist unser Rabattcode. Ich hoffe, alle haben mitgeschrieben. So, jetzt blende ich dort wieder aus und ich blende jetzt alle haben ab. Sind alle dabei? Alle auf dem QR-Code gelandet? Einmal durchchecken. Ihr könnt das dann gleich am Ende der Sendung nochmal oder auch auf unserer Website habt das auch nochmal. So, jetzt muss ich hier gucken, wie ich wieder zurückkomme. Ha, so, und jetzt blende ich unseren Chat wieder ein, damit wir hier wieder alle zusammen sind. Jetzt geht er wieder von vorne los. So, es gibt noch Leute, die haben gerade erst eingeschaltet hier. Guten Morgen, Tina. Und der Werner ist auch dabei, aus Balaton-Lelle. Ja, ich habe euch gesagt, wir wollen auch kurz über ein touristisches Thema noch sprechen. Und zwar waren wir jetzt unterwegs vor einigen Tagen in Ägypten. Ja, also tatsächlich auch außerhalb von Ungarn mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt in Ägypten. Wir waren dort unter anderem zum Thema Golf. Und was ich dort gesehen habe, wir sind übrigens von Budapest aus dorthin geflogen. Die Wizz Air hat hier einen Direktflug von Budapest und von Debrecen jetzt hier entsprechend aufgesetzt und die fliegen direkt nach Hurghada. Und was mir da aufgefallen ist, ganz, ganz viele Ungarn fliegen im Moment nach Ägypten, Urlaub machen, in die Sonne. Ja, leckere, schöne 25, 28 Grad in die Sonne, ganz viele Maschinen waren voll. Also gibt es einen Bedarf im Moment auch dort in die Richtung. Und wir haben uns dem Thema Golf dort gewidmet. Golf in Ägypten, speziell in Soma Bay. Was ich da auch gesehen habe, war, dass man auch in Ägypten Weihnachten feiert. Da müssen wir hier mal schauen. Guck mal da. Hier ist das ein wunderschöner Weihnachtsbaum in Ägypten. Also auch da wird Weihnachten gefeiert. Und ja, das auf jeden Fall eine gute Sache. Also kann man auch mal machen. Aber was ich sagen wollte, wir haben uns hier dann mit der Sache auch mal in Ungarn befasst. Wir haben einen Golfexperten getroffen, der ein Buch geschrieben hat über die schönsten Golfplätze Europas. Und da haben wir uns jetzt hier, ich lese gerade hier, einer schreibt hier gerade, er hat die Software auf dem Motorola-Handy nicht bezüglich des Translators. Machen wir hier mal kurz einen Cut. Da hast du wahrscheinlich was falsch verstanden, denn das Gerät braucht gar kein Handy, das arbeitet komplett alleine. Da ist nämlich eine SIM-Karte drin, also ihr braucht keine Software auf irgendeinem Motorola oder sonst was Handy, das arbeitet ganz alleine. Also da braucht man kein Handy für. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie ein bisschen, hat sich einer ein bisschen vertan hier. Also stundenlang sucht er diesen Translator. Das braucht man gar nicht. Das kann man so machen. Da ist nämlich eine SIM-Karte drin. Die kostet übrigens gar nichts. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf den Golfplatz. Dieser Mann hat mir erzählt, dass in Ungarn wunderbare Golfplätze sind. Und ich habe mich mit dem Thema Golf in Ungarn noch gar nicht groß beschäftigt. Habe aber gesehen, dass auf meinem Profil viele Leute gefragt haben, Mensch,
Schade, dass es in Ungarn keine richtigen guten Golfplätze gibt. Aber die gibt es, Leute. Haben wir mal geguckt. Wir haben mal drei einfach mal rausgesucht, um mal so einen Ansatz zu finden, um vielleicht auch nochmal das anzustoßen. Ich weiß nicht, der eine oder andere von euch spielt vielleicht auch Golf und der sagt jetzt, Mensch, prima, zeigt uns da mal was. Also wir haben jetzt mal geguckt, was uns der Golfexperte da auch empfohlen hat, ist natürlich Salla Springs Golf Resort in Salasan. Das ist einer der besten Golfplätze, muss man schon sagen. Die haben hier mega Auszeichnungen, wie wir da doch sehen. Top 100 und Winner of the Golf Awards und so weiter. Eine ganz, ganz tolle Anlage. Ich finde auch so ein bisschen im mediterranen Stil. Und ich glaube, für alle Golfer ist es hier eine Nummer, wo die sagen, ja, das ist wohl die Number One hier. Und die haben auch wunderschöne Hotel- beziehungsweise auch Villen und Apartments, wo man unterkommen kann. Ihr seht das hier. Also wirklich eine wunderbare Sache hier. Salla Springs Golf Resort ist eines der besten Golfplätze und Golf-Resorts auch in Ungarn. Und da kann ich sagen, Ungarn kann also auch Golf. Und dann, ich habe hier so viele Dinge auch gelernt jetzt. Ich habe auch über einen Schnupperkurs Golf gemacht. Ist gar nicht so anstrengend. Eigentlich nicht. Hier schreibt man gerade, Golf ist anstrengend. Aber ich fand es gar nicht anstrengend. Nicht schlecht. Aber Hole-in-One und so weiter und so fort. Also viele Fachbegriffe. Hier ein Golfplatz in Salla Springs, der wirklich allen Anforderungen entspricht und mit Sicherheit auch mal ein Versuch wert ist für alle Golfer. Also Salla Springs Golf, eines der Top-Golfplätze und Golf-Resorts hier in Ungarn. Ja. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Da gibt es tatsächlich meinen Lieblingsplatz hier in Tata, am Alten See, am Tatasee, gibt es tatsächlich auch ein Old Lake Golf Hotel Tata. Und schauen wir mal hier rein. Ja, das sind einfach mal so ein paar Aufnahmen von dem Hotel. Auch das Hotel, sehr gut gelegen, direkt am Golfplatz. Und hier schauen wir mal oben drauf. Also in Tata kann man also auch golfen. Und das ist schon der nächste. Ist also auch unter den Top Golfplätzen hier eingestuft, also auch in Tata die Möglichkeit. Und dann ein besonderer Tipp von unserem Golfexperten, den wir getroffen haben hier, besonders Pannonia Golf und Country Club in Altschut. Dieser Golfclub und dieses Golfresort hat er besonders hervorgehoben, auch nochmal bei unserem Gespräch. Ihr seht das hier mal, eine Luftaufnahme, also auch sehr viel Platz drumherum. Sehr viel Grüne natürlich und auch hier ein wunderbares Resort, wo man gut unterkommen kann. Das ist schon das nächste wieder, wie ich sehe. Aber ihr seht auch hier Möglichkeiten und diesen hat er auch besonders hervorgerufen. Und dann haben wir noch einen, den wir euch noch zum Schluss hier einblenden. Das ist das Greenfield Hotel Golf und Spa in Bückfürdö. Da gibt es also auch Möglichkeiten zum Golfen. Und hier schauen wir auch mal kurz rein. Große Zimmer und auch hier natürlich herrliche Natur. Also wirklich wunderschön. Greenfield Hotel und Spa in Bückfürdö. Hier nochmal eine Seite von der anderen Seite. Auch das eine Anlage, die sich sehen lassen kann. So, boah, herrlich. Es scheint im Herbst zu sein hier. Also jetzt im Moment ist ja schlecht mit Golfen, weil Wetter ist natürlich nicht so gut. Kosten für Golfen etc. Wir erstellen gerade einen Report über diese vier Top-Golf-Resorts und Golfplätze. Da habt ihr alle Kosten mit drin. Im Laufe des Tages könnt ihr da auf www.ungarn-tv.com einen ausführlichen Bericht, Beschreibung auch dieser Golfplätze finden. Links dorthin etc. Kosten, alles drin. Also das ist dann auch heute Nachmittag auf unserer Webseite. Wäre jetzt zu viel, ich habe das Thema wirklich so ganz kurzfristig mal mit reingenommen, mal angeschnitten, weil wir selber damit konfrontiert wurden und weil einige gefragt haben, gibt es überhaupt vernünftige Golfplätze in Ungarn? Ja, es gibt sie und ja, es sind auch europäisch, international anerkannte und dieser Golfplatz in Salla Springs, da habe ich mal irgendwann ein Interview mit dem Architekten geführt, einer der Top-Architekten der Welt, der diesen Golfplatz da aufgebaut hat, entwickelt hat. Also Ungarn kann auch Golf, kann man sagen. In dieser Richtung kann man da also auch mal die Fühler ausstrecken. Ja, Golfer unter unseren Zuschauern, ja, heute Nachmittag www.ungarn-tv.com. Da könnt ihr dann auch einen Beitrag, einen Bericht über die vier Golf-Resorts, die wir euch hier vorgestellt haben, vorfinden. So,
da muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ja, da muss noch die Redaktion dran arbeiten. Ja, ich glaube, ich schaue mal eben auf meine Liste, ob ich irgendwas vergessen habe oder ob noch was Wichtiges anliegt. Ich glaube, wir sehen uns vor Weihnachten auch noch mal wieder. Wir informieren hierzu auf den sozialen Medien, auf unserer Webseite, die nächste Kaffeetasse, die dann ausgestrahlt wird. Und ich freue mich, wenn ich euch dann wiedersehe. Ist doch mal schön, ne? Wir haben wieder so einen Kaffee gemeinsam hier in dieser Runde. Ist natürlich auch mal ein bisschen viel Arbeit, ja, das Ganze zusammenzutragen. Da danke ich natürlich auch meiner Redaktion. Und jetzt schreibt man, ich lese gerade noch so ein bisschen mit hier. Modellsport, Modellfliegen in Ungarn ist auch ein toller Sport. Auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt viele, viele tolle Sportarten und Dinge, die man in Ungarn hier dann auch vorfinden kann. Ja, in diesem Sinne, auch die, die jetzt noch Fragen haben zu dem wunderbaren Translator von Vasco, auch auf unserer Webseite nochmal die Informationen und die Links dazu. Und ich würde sagen, auch beim nächsten Mal sprechen wir nochmal kurz. Ich habe noch ein anderes Thema aus der EU mitgebracht, unter anderem Tierschutz. Und da werden wir auch nochmal mit dem Herrn Goyking ganz klare Worte sprechen, was hier gerade so anliegt und was er da angeschoben hat in Brüssel und Straßburg. Ja, die haben ja zwei EU-Parlamente. Ich war in Brüssel. War schön. So, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche noch. Für mich geht es morgen nach Österreich und werde ich mir da mal einen Weihnachtsmarkt anschauen, auch unter anderem. Und dann schauen wir mal, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen. Wahrscheinlich in der nächsten Woche, irgendwann vor Weihnachten auf jeden Fall noch mit einem Weihnachtsspecial. Und vielleicht sehen wir uns auf der eine oder andere, sehen uns in Budapest auf dem Weihnachtsmarkt oder vielleicht auch hier in Győr auf dem Weihnachtsmarkt. Ich glaube, am Donnerstag bin ich in Budapest auf dem Weihnachtsmarkt. Da will ich mich dann mal umschauen und auch für euch natürlich einige Impressionen noch einfangen. Wir haben heute den offiziellen Videobeitrag gesehen vom Budapester Weihnachtsmarkt. Ich mache dann den inoffiziellen. Schauen wir mal, was da sonst noch so, vor allen Dingen was kulinarisch so anliegt da, ne? Und was das all kostet. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und freue mich, wenn wir uns dann in Kürze wiedersehen in dieser Kaffee. Ich habe noch ein bisschen Kaffee, ich muss noch einen Moment hier bleiben. Klaus Stefan ist auch dabei, war mal wieder schön, zusammen einen Kaffee zu trinken. Und der Smoky George Barbecue wird am 27.12. in Győr sein. Na, dann komm doch einfach hier in unser neues Büro mal vorbei. Wir freuen uns auf eine Tasse Kaffee hier auch bei uns in unseren Räumlichkeiten. So, und jetzt esse ich mein Schokolädchen hier noch und dann sage ich euch wirklich Tschüss in diesem Sinne. Mein Kaffee ist nämlich jetzt leer. Also, wir sehen uns in Kürze wieder. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ist hier der Ausgang? Unser System hier ist ein bisschen umgemodelt worden. Deshalb muss ich hier suchen, wo gerade der Ausknopf ist. Hier habe ich ihn. In diesem Sinne. Smoky George nimmt dein Angebot an. Na, siehste. Dann sehen wir uns hier in Jör. In diesem Sinne. Bis in Kürze.